Hallo Leute und herzlich willkommen hier wieder im unmöglichen Labyrinth irgendwie, habe ich das Gefühl. Wir haben uns ja jetzt schon gedacht, letzte Folge, dass wir etwas mogeln hier. Und zwar setzen wir immer Redstone auf den Boden, damit wir wissen, wo wir schon waren und wo nicht. Ja, klappt das gut? Ich habe keine Ahnung, ob das gerade gut klappt. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass wir übelst viel rumgelaufen sind, weil ich habe jetzt hier schon fast... Mein ganzes... Das schon die zweite oder dritte Folge sind, wo wir in diesem Scheißdreck rumgammeln. Ja, dafür können wir aber nichts, glaube ich, hoffe ich. Außer wir sind einfach echt blöd. Alter, aber ich habe hier gerade übelst viel Weg gefunden, wo wir noch nicht waren. Oh, ich habe die ganze untere Leiste weg. Wow. Shit. Aber ich habe ja zum Glück noch ein paar. Das muss man, glaube ich, dann demnächst mal wiederholen. Alter, ich bin hier wieder in einem Raum, wo ich noch nie war. Und hier ist übel viel Weg noch unbenutzt. Das ist bei mir nicht so. Du musst so lange rumlaufen, bis du... Ich hab's tatsächlich. Echt? Ja, ich glaub. Scheiße, Mann, ja. Kann ich mich TP'n? Warte, siehst du meinen Namen? Wenn du meinen Namen nicht siehst, dann TP dich. Nee, ich sehe deinen Namen nicht. The End. Nee, TP dich. Okay, sorry, Spiel, dass wir jetzt hacken mussten. Die ganzen Sachen... Warte mal. Die ganzen Sachen lassen wir hier. Wo wären wir bei der Leiter rausgekommen, oder wie? Ja, also hier wären wir rausgekommen. Alter. Lass schon mal einen Schritt zurück. Oder warte, ich lasse meine ganzen Stacks Redstone, lasse ich gerade hier drin. Im Labyrinth. Ja, ich würde gerne auch Recommended Sleeping. Aber hallo, Mann. Alter, das ist voll der Käsebrot. Ich schmeiß auch gleich dein Redstone weg. Hey. Warte mal. Alter, doch nicht zu mir. Alter, willst du mich verarschen? Du bist in die andere Richtung, Mann. Ah, da kommen wir her aus der anderen Richtung. Oh, fuck. Warte, ich werf die jetzt alle in die Ecke. Wie hast du uns überhaupt gefunden? Ja, rumgelaufen einfach. Also es ist eigentlich nur Zufall, dass man hier den Ausgang findet. Ja, kann man sagen. Was für ein Bullshit. Aber da gab es irgendeinen Weg, wo es dann übelst viele Wege gab. Und da war ich noch nie. Also da war noch null Redstone und das kannte ich auch noch nicht. Wo gehen wir lang? Da nicht in die Ecke. Sonst nimmt mir ziemlich viel Scheiße auf. Warum habe ich eigentlich zwei Fackeln? Die haben wir auch noch nicht, oder? Ganz im Ernst, was sollen wir alles haben? Wir haben gar nichts außer die Blumen vielleicht. Woher haben wir die Blumen? Ach, die habe ich aussehen abgehackt. Wir haben gar nichts eigentlich, oder? Außer ein Minecart. Ja, das habe ich auch nicht mehr, das steht da noch rum. So, egal, ich nehme es jetzt. Wo gehen wir lang? Zum Fragezeichen am besten. Wow. Ah, was links? You have chosen the wrong... Alter! Willst du mich verarschen? Ja, es geht nicht anders. Warum bist du reingesprungen? Ach, es geht nicht anders? Nee. Okay, dann verzeih ich dir. Aus da nicht schon. Okay, dann gehen wir Mitte. Okay, warte, geh auch nicht Mitte. Ey, das ist übel schlimm, dass man sich die ganze Zeit umbringen muss. Also... Der rechte Weg, war irgendwie klar, dass es der rechte ist. You have chosen the wrong door. Lass mich verarschen. Hä? Die Lava kriegt ja auch Multikill, wie blöd, oder? Hä, hey, ganz im Ernst? Ah, warte mal, hier hinten steht noch irgendwas. Thank you for playing. Ach so! Ha, scheiße, Mann. Scheiße. Okay. If you have made this far. Ja, okay, das ist schön, das ist schon. Aha. Okay, also, ich würde gerne mal wissen, wie groß das Teil ist. Das machen wir jetzt noch schnell. Also, da wir jetzt durch sind, dürfen wir auch fliegen. Und da sehen wir Scheiße. Was? Okay, es sieht gar nicht so mega groß aus. Aber es ist verkackt riesig.
sieht echt nicht so mega groß aus. Was ist das hier oben bitte? Ach, das war das, wo wir 5 Minuten rumgerannt sind. Und was nichts gebracht hat. Ja, wo? Dieses Steinding hier. Welches Steinding? Dieses riesen Steinding, Alter. Ach, das da? Ja. Wo sind wir da rumgerannt? Nirgends? Doch, da wo dann Stern, es gibt gar keinen versteckten Hebel. Ach, was? Das ist dieses verkackte Steinding. Ja, das ist das. Und hier ist das Labyrinth, das irgendwie voll mini aussieht, aber übelst riesig ist. Okay. Was war das da hinten? Was ist das? Ah, das war die Minecart-Strecke, glaube ich, oder? Ich frage mich gerade, was ist dieses... Hier ist voll für Redstone. Ja, ja, das ist die ganze Schaltung von da oben. Fuck, von was ist das für die Schaltung? Wir sind doch irgendwo mal hochgegangen, weißt du noch? Irgendwo sind wir mal übelst hochgegangen. Ich denke mal, das ist das hier. Ah ja, das mit diesen ganz vielen Leitern. Ja, ja. Nicht Türen. Türen, ja. Ja, das ist das hier oben. Ja. Ah, was ist da? Da war der Anfang. Jo, ich würde sagen, Leute, die sich aufregen, können schon so als Fazit jetzt, oder? Was? Als Fazit jetzt. Ja. Also hier ist nochmal dieses Riesending, warte mal ganz kurz, ich will nochmal eben ins... Wer kommt mal zu mir her? Wo bist du? Hier. Ja, hier ist geil. Da bei diesem komischen Bedrock-Teil. Das ist der Anfang. Ah. Habe ich doch schon gesagt. Mensch, hör mir halt zu. Warte mal, was ist das hier? Ach, das war diese... Ah, das ganze Ding ist nur für diese Brücke. Ah, hier ist dann dieses Obsidian-Teil. Alter, das ganze Ding hier, wo ich gerade bin. Ja. Ah, das sind wir. Das ganze Ding hier ist nur für diese eine Brücke. Hier ist, dann diese schwere... Gerade eben habe ich den noch gesehen, keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall, es ist schon ziemlich riesig eigentlich. Wir haben eine Sache nicht gemacht, das war das hier. Aber das, musste man ja machen. Das war diese Jumping-Sache, die man nur machen konnte, wenn man wollte. Wo ist die? In diesem braunen Riesenkasten, dieses goldene. Ah ja, ich seh dich. Wo bist du? Wo? Ich seh dich nicht. Hinter dir. Hä? Ach da. Guck, das ganze, dieses ganze Obsidian-Ding ist nur für diese eine kleine Brücke, gell? Für welche Brücke? Diese Brücke, wo man so springen musste. Guck einfach mal rein. Was? Ja, ja. Das ist krass. Und dann kam das mit dem Lava hier, das war so assi. Komm, wir machen jetzt noch das Jumping-Teil. Jumping-Teil machen wir noch. Wir haben nämlich noch 5 Minuten. Okay, dann machen wir das Fazit danach. Okay. Ich mach erstmal Gamer draus. Das sollte man machen, ja. Na, aber gleichzeitig können wir ja schon Fazit machen. Okay, warte, das können wir gleich mal lassen. Warte mal, wir müssen da irgendwo erst Betten finden. Ach so, da sind doch Betten. Ja, ja. Wir gehen da müssen wir aber erstmal hin. Weil sonst recken wir und dann sind wir irgendwo wieder am Arsch der Welt. Da hinten waren die Betten. Okay, mein Game-Mode ist noch nicht draußen. Okay, also Fazit. Für Leute, die sich aufregen, ist die Karte nichts. Ist logisch. Das kann man auf jeden Fall schon sagen. Ja, das kann man schon am Namen erkennen, aber egal. Also eigentlich ist die Karte gar nicht schlecht, finde ich. Man reckt zwar übel oft, aber das muss auch so sein. Und das Labyrinth am Ende, war mir etwas zu schwer. Deswegen haben wir auch gemogelt. Musste sein, fand ich. Also ich fand es irre schwer. Ja. Aber wir haben es ja nicht gemacht, dass wir irgendwas kaputt gemacht haben. Wir haben halt einfach Redstone gesetzt, weil sonst wären wir 10 Jahre im Kreis gerannt. Könnt ihr mir glauben? Und ich glaube, das wäre für euch auch nicht ertragbar gewesen, den Zuschauer. Nee, also da haben wir euch eigentlich einen Gefallen getan. Auf jeden Fall, das war zu groß, fand ich. Scheiße, ich reck schon wieder. Weißt du, was wir machen? Wir holen uns die Betten davor. Dann mach mal. Ja, ich bring gerade 2 Betten hin. Sonst eigentlich die Karte gut gemacht, finde ich. Mit auch hoch und runter und die ganze Redstone-Schaltung dahinter ist auch nicht ganz leicht. Also ich finde es eigentlich soweit dann gut. Ja, was soll man noch sagen? Es geht, also von der Schwierigkeit geht es eigentlich ja, außer das Labyrinth am Ende. Man kann es aber schaffen. Und ja, hast du noch was zu sagen? Nö, eigentlich nicht. Oh, fuck. Ja, genau, da bin ich auch gekriegt. Mal sehen, ob wir es hier auf der Zeit schaffen. Ah, fuck you. Oh, nein.
Verdammt. Ich war schon so weit, ey. Egal. Naja, also, keine Ahnung, was sollen wir sagen noch für Fazit? Was haben wir sonst immer noch gesagt, so? Keine Ahnung. Weiß ich noch, was wir vor einer halben Ewigkeit gezockt haben. Ja, nee, keine Ahnung, aber irgendwas, was haben wir... Ja, okay, was sollen wir noch sagen? Also, pff. Die Map hat ein eigenes Texture-Pack, das ist auch nicht schlecht. Hat auch nicht jeder. Aber viel. Aber ich benutze es nie. Ja, du benutzt es ja eh nie. Ich benutze es ja. Das steht ja auch eigentlich in meinen Regeln. Du folgst nur die Regeln nicht. Nein, ich war so weit. Oh, scheiße, Mann, das ist ja auch richtig weit hier, der Sprung. Nein! Ey, der Sprung da oben ist richtig hart, finde ich. Oh, yay. Also, das ist hier jetzt, was wir gerade machen, ist nur für Leute, die so Jump-Dinger mögen oder Let's Player, die noch Zeit übrig haben. Genau, genau. Ey Max, guck mal ganz kurz, ich muss darüber, oder? Da. Ah, scheiße, Mann, das ist arschweit. Ja? Wow! Scheiße. Oh, oh, Herzinfarkt. Nein! 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 Letzter Sprung! Egal, wir packen das noch. In der Zeit. Was bringt eigentlich die Score? Erhöht man eigentlich seinen Score, wenn man stirbt? Keine Ahnung, was das heißt, das Score. Ey, dein Mantel, dein Umhang dreht sich gerade übel hart verbuggt rum. Fail. Schaffe nicht mal mehr den ersten. Warte, wir kriegen das hin. Wie viel Zeit haben wir noch? Ich verliere zu 2 Minuten. Ja, 2 Minuten. Finde ich gut. Okay, kriegen wir hin. Oder auch nicht. Ich hab's jetzt raus. Hoffe ich, sage ich jetzt einfach mal so. Da brauchen wir Daumensprung, verrennt doch! Oh, scheiße, Mann, ey, dieser Sprung, das ist der schlimmste. Der da oben, wo du in die Mitte springen musst, das ist der schlimmste. Schlimmste. Das ist echt so. Willst du mich noch töten, wenn du verreckst, oder was? Ja. Ich sehe dich da so brennt in der Lava hocken und schlägst noch so blöd um dich. Ja, was sollen wir noch? Komm, wir müssen noch irgendwas labern hier über die Karte. Unnützes Wissen. Nee, achso, ja, mit den ganzen verbuggten Geheimgängen und was weiß ich noch alles. Okay, verbuggt ist es nicht, aber mit diesen ganzen Sachen, die man eben nicht braucht. Oh, scheiße, Doppelsprung. So, ja. Diese ganzen Türen, so, dass man dass man da gar nicht rein muss, ist eigentlich, finde ich, das ist ja der Sinn der Karte und deswegen finde ich das voll okay und eigentlich auch ganz gut. Ja. Vor allem, wenn man dann 5 Minuten irgendwie rumlatscht. Genau, das ist zwar das Geilste. Hey! Nö! Nö? Ey, dieser Sprung gleich, den hasse ich. Gleich. Noch nicht. Noch bin ich nicht so weit. Der hier. Ey, ich pack den nicht mehr, Mann. Ich hab den erst einmal gepackt. Impossibly. Jetzt reck schon. Ey. Reck schon. Ey. Ha, weg. Gerannt. Eiskalt. Können die da wenigstens was anderes machen außer Lava? Das wäre nett, gell? Ja. Naja, komm. Das ist für die Leute, die das mögen. Okay, also, ja, was soll man noch groß sagen jetzt über die Karte? Ich will gerade noch irgendwas über die Karte sagen. Was willst du über die Karte sagen? Naja, egal, auf jeden Fall hat es Spaß gemacht. So viel kann man sagen. Bis aufs Ende. Das Ende war etwas zu lang. Und da hören wir noch einmal das Getute, aber ich versuch's noch einmal. Ich nerv dich dabei. Warte, ey, ich will es noch schaffen. Ich versuch's jetzt noch einmal, wenn ich jetzt nicht gleich hier schon reck. Ey, du bist ein Arsch, Mann. Du bist echt ein Arsch. Okay, warte, ich versuch's nochmal. Warte, bitte nicht kurz. Ach komm, willst du mich verarschen, Alter? Verpiss dich! Hey.
Warte mal, ich will mal was ausprobieren. Geht es? Nein, es geht nicht. Bist du gerade verreckt, weil ich dich die ganze Zeit gehauen habe? Ich habe Kill Max eingegeben. Gib mal Kill Jojo ein. Mach mal, so. Dann wreck ich. So, jetzt hat volle Konzentration. Boah, ich hab's. Also noch nicht ganz, aber ich bin weiter als sonst. Ich stehe auf dem letzten, noch einen Sprung brauche ich. Den wirst du verkacken. Hab's echt. Und was gibt's Thanks for volunteering. Mehr steht hier nicht. Und dann muss man also wieder da runter und verrecken. Genau, und das mache ich jetzt auch. Oh, verdammt. Ich bin daneben gesprungen. Ich bin auf so einem Ding gelandet. Okay. Ja, das ist ziemlich bitter. Also auf jeden Fall, coole Map. Auf jeden Fall mal zocken, wenn man sich nicht um... Also man darf sich nicht wirklich über jeden Scheiß aufregen, weil sonst ist das hier echt nichts. Vor allem, wenn man so einen Mitspieler hat wie den Max. Gell, Max? Ja. Nee, auf jeden Fall. Also man darf sich nicht aufregen, wenn man reckt und mal etwas zurückgespawnt wird. Aber was auch noch gut ist, dass es überall Betten gibt. Das ist auch nicht auf jeder Map. Bei manchen Maps ist es so, dass man dann wieder ganz am Anfang ist. Und das regt auch auf. Was ist das hier? Ach, hier kommen wir her. Okay, also dann, Leute. Ich sag wieder mal, danke fürs Zuschauen. Ich renne jetzt noch einmal vor Max weg, sonst haut er mich noch tot hier. Ah, komm, renn doch, Alter. Haha. Danke fürs Zuschauen. Kommentiert, bewertet und abonniert mich, wenn es euch gefallen hat. Und scheiße, ich bin zu langsam. Das sah gerade so aus, als ob du pissen würdest. So, also von mir Dankeschön und bis zum nächsten Mal bei der nächsten Adventure Map. Wir können es auch so machen, ihr könnt mir auch mal Sachen schreiben, also Adventure Maps schreiben. Warum töten wir uns eigentlich die ganze Zeit? Ich töte lieber die Ente hier. Komm, wir töten lieber die Ente. Oh, das ging schnell. Das ist ein Huhn. Hier, guck. Auf jeden Fall. Das ist ein Huhn. Ihr könnt mir auch Maps schreiben, dann werden wir die spielen, wenn sie unseren Anforderungen entsprechen. Ja, okay, wir haben keine Anforderungen. Also, aber bitte nicht die T3C. Ja, die ist zu hart. Also, es dürfen nicht zu schwere Parkour-Dinger sein. Wir sind einfach zu schlecht dafür. Also, danke, Leute. Und bis dann. Ciao. Tschüss.